So, Leute, spürt ihr den Hype? Seid ihr bereit für Part 70? 70 Parts waren wir auf der Suche nach diesem Ort. 70 Parts haben wir gemordet, geplündert und ja, gesucht nach diesem Ort, dem Observatorium. Nach dem Ort, den die erste Zivilisation hier aufgebaut hat. Wir haben viele Geheimnisse entdeckt, viele Freunde verloren. Doch nun sind wir endlich bereit. Let's go. Wir haben diesen Ort erreicht. Und wir werden uns nicht von den Hütern aufhalten lassen. Nein, oh nein, das werden wir nicht. Wir werden sie alle niedersmacken. Hui! Von mir war das denn, ey? Edward denkt sich auch so, ja, da du, nö, ich smack dich jetzt mal richtig hart weg. Naja, klettern wir mal hier auf diese Cubes drauf. Ich find's auch lustig, dass Edward irgendwie gar nichts von diesen sehr, sehr merkwürdigen Bauten hält und so, die er, so eine Art Architektur, die er noch nie in seinem Leben erblickt hat. Kein Kommentar, vielleicht kommt er noch. So, wir sind hier jetzt auf diesen, nein! Alter Edward, ich hätte dich fucking kastrieren lassen. So, das ist auf jeden Fall der besonderste Aussichtspunkt, den wir, glaube ich, hier genommen haben hier. Da hinten sehen wir das Gebäude. Schön versteckt, aber komisch, dass es trotzdem halt keiner gefunden hat, so. So, damit haben wir alle Aussichtspunkte. Uns erwartet auch die letzte Maya-Stele. Ja, da hinten hat sich doch einer verpieselt. Das sehe ich doch. Komm her, du Wichser. So, mit allen Aussichtspunkten synchronisieren. Ja, das war der allerletzte Aussichtspunkt. Das Observatorium? All das? Ja, ja, machen wir mal erstmal die letzte Maya-Stele, die zum Glück nicht versteckt ist. Oh Mann, Edward klettert jetzt bitte drauf, bevor die Story weitergeht und wir das nicht machen können. So. Die Form hier richtig anbringen. So, ja, so wird das dann. Dankeschön. Da ist die allerletzte Maya-Stele. Holen wir sie jetzt schnell. Sehr schön. Zack. Ja, damit. Alle Aussichtspunkte jetzt im Spiel gemacht. Alle Assassinenaufträge, alle Marineaufträge, alle Maya-Stelen. Und so weiter und so fort. Let's go. Ja, alle Maya-Stelen-Rätsel lösen. Jetzt haben wir locker schon 80-85% Synchronisierung oder so. Können wir das nicht irgendwo sehen? Ja, 84% Gesamtsynchronisierung. Nice. Ja, Edward und Bartholomew Roberts schlagen sich ihren Weg durch den türkischen Dschungel, um zum Eingang des Observatoriums zu gelangen. Let's go. Und die Tür geht auf nach beinahe 80.000 Jahren. Oh! Herrgott Roberts, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Ja, nun, vier Schüsse. Nimm diese Truhe und trage sie hierher. Meine Güte, mit den Robots ist ganz und gar nicht zu spaßen. Aber aus den Briefen kann man ja auch schließen, dass die Weisen ja wirklich immer anders gestrickt sind. Weil ich meine, sie haben zwar... Sie haben zwar denselben Mensch, also sie haben zwar denselben, ne, die Seele, die sich immer wiederholt, aber der Mensch ist ja trotzdem anders. Das sind ja zwei Seelen. Und der Mensch ist trotzdem anders. Also der eine in den Briefen schien ein netter Typ zu sein.
Aber der Roberts ist absolut verrückt. Ja, so gesehen, theoretisch hat er ja recht, weil das, was wir jetzt sehen werden, ist aus der ersten Zivilisation, das wird unser Mind blown, aber die dafür umzubringen, ist dann trotzdem blöd. Warum hast du den überhaupt mitgebracht, ne? Verfall. Nicht ganz, wie ich es kannte. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, oh, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Ich gebe zu, meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da lausch mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Ja, krass. Noch mehr Blut? Ja, diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages wieder. Aber nicht in dieser Epoche. Okay. Na, ich wollte mal auch zu Ende hören, was sie da labern, bevor ich da hier reingehe. Okay. Schön stöhnen. Ja, das ist ein krasses Gebäude, ey. Da hat sich doch das Warten fast gelohnt. Stell die Truhe dort ab. Ah, jetzt können wir mit diesem Teil nach jedem suchen. Mit dem Schädel. Hier hast du, ne, hier, einfach hier. Na, ah, ich hoffe, das sollte reichen. Leider kannst du bitte... Egal. Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. Ja. So viel dazu. Dankeschön. Ja, das Ding hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Was ist das für ein Ort? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Ja, und dann in den Schädel kann man diese Teile reinpacken. Okay, cool. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Coole Karte. So was lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Ja, Anne Bonny und Mary. Und du bringst Mary. Mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge, du pendelst da mit meinem Mädel an. Finger weg. Das Sex ist was. Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Ja? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Das wird interessant. Aber ja, es war sogar historisch, dass Anne Bonny, Mary Read und Calico Jack Rackham zusammen gesegelt sind und da auch geschnappt wurden. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger,
Doch es sollte ein leichtes sein, das Kreis. Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ah, jetzt unter den Schädel selbst. Ein kostbares Instrument, nicht? Macht er jetzt kaputt, Hexerei oder? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Oh, Surprise, hat uns betrogen. Wer hätte das kommen sehen? Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. Einen Ausgang finden. Oh, surprise, motherfucker. Wer hätte das gedacht? Oh, jolly good me. Ich hätte niemals kommen sehen, dass ein so krankhafter Mann wie Roberts jemals über Betrug nachdenkt. Ach nein, wie könnt ihr denn jemals so etwas behaupten? Leute, das ist der netteste Kerl aller Zeiten, aller. Ah, was für eine Spastikerei hier. Aber wie nett, dass hier alles so schön ja, bereitgestellt wurde, dass wir hier wieder zurückkommen. Ja, den Schädel hat er entfernt. Oh oh, jetzt sind wir aber eingesperrt. Das ist nicht gut. Toll. Muss ich jetzt hier irgendwo hoch? Kommt jetzt hier ein Einsturz, wenn wir versuchen, da rauszugehen? Wahrscheinlich, ja. Wundervoll. Ja, müssen wir einen anderen Weg finden. Da hinten. Ja, wie soll man da hinkommen? Ja. Habe ich mir auch gedacht, dass wir da irgendwie hin müssen, aber, ne? Kommen wir hier so oder hin? Ja, komm, komm, lass mich doch da. Ja, okay, das ist auch kein richtiger Weg. Ich hasse manchmal diese Störung, ist echt wirklich absolut grenzdebil. Dankeschön. So, jetzt kommen wir da rüber. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber nee, der lässt uns ja nicht. Ne, wer weiß, ob es schlau ist, dass man Roberts leben lässt oder so. Ich glaube, es wäre besser, wenn man den auch killt. Also der ist echt wirklich viel zu blemblem. Ja, kommen wir da rüber? Hallo? Anscheinend hier hoch, ja. Müssen wir noch höher. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Diese Sprünge haben wir nie gemacht, oder? In diesem Projekt? Die macht man so häufig in den früheren Assassin's Creed Teilen, aber ich glaube, die haben wir bis jetzt nie dieses Spiel gemacht, diesen einen in der Luft, den Jump, ne? Sonst hat man das immer so aus den Kathedralen und so gekannt und so. Aber ich glaube, das ist für das erste Mal in diesem Spiel, dass wir jemals diesen Jump da gemacht haben. Aber wir haben, ne, ein großes Glück, dass hier diesen Notausgang gibt, sonst wären wir hier elendig verhungert in dieser Höhle. Aber ja, zeigt uns an Roberts auch, dass wir uns hier mal vorknöpfen. Und ja, hier kommen wir raus. Also, ne, oh, was für ein Glück hier, dass man diesen Notausgang hat. So, und die Jackdaw ist weg. Was? Ach toll, okay, wir sind absichtlich schon geschwächt.
Neues Missionsziel überlegen. Ah. Aua. Was war das denn? Warum haben wir da ein Messer auf einmal? What the fuck? Ja. Komm, Edward. Jetzt nicht im Jubiläumspart verrecken. Ist das unsere Crew oder die von Robert? Sonst sieht es halt nicht gut aus. Robert! Ah, das ist die böse Crew. Oh, ist dein Ejector entflogen, Edward? Hm, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen, Mann? Hast du? Okay. Das Observatorium. Wir waren da, aber jetzt sieht es gar nicht gut aus. Das Komische ist auch, ne, weißt du, wir sliden da runter und auf einmal ist da ein Messer. Oh, ups. Auf einmal steckt da ein Messer in unserem Korpus und sonst was. Also so random wieder. Mega weird. Woher das, wo kommt das Messer? Weißt du, eigentlich will er uns da am Observatorium versauern lassen. Jetzt will er uns dann doch an die Jamaika. Also, ne, wir haben Glück, dass er uns nur verkauft und nicht tötet, weil das hätte ne, die beste Chance. Ja, jetzt kommt, ist jetzt wahrscheinlich ein passender Moment, einen schönen Cliffhanger, nicht Plot, sondern Cliffhanger, um jetzt hier wieder eine Real-Life-Mission zu machen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Wir sind anscheinend in unserer Wohnung. Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Miederzulam. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Ihre Situation, Behandlung... Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Was zum Teufel machst du denn? Du kannst doch jetzt nicht weiterarbeiten. Na, wir können nicht zurücklernen, muss. Okay, aber ja, wer hätte das gedacht, ne? Wir haben ja für, ne, die ganzen Daten für das Aktionärstreffen gesammelt. Für den John. Und jetzt wird Olivier vermisst, ne? Der dafür nur verantwortlich ist. Ich rate mal die fucking Assassinen. Etage B, Serverräume. Angestellten-Symbol. Da ist unser Arbeitsplatz. Naja, ja, jetzt spitze ich auch hier im Real Life alles mal zu. Hier haben wir unsere eigene Wohnung, wo wir festgehalten werden müssen. Wir sind natürlich der Hacker, deswegen Haftnotiz 1. Manifest des Instruments des ersten Willens, geschrieben von einem wahren Jünger. Am heutigen Tag, dem 21. Oktober 2013, Erwartung des Jahrestages, ihres Aufstiegs, möge sie uns in das Grau führen. Aha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Fehlt schon einiges. Ey, caramba, Pendejo. Ja, insgesamt 20.
Okay, die haben uns wahrscheinlich irgendwelche Drugs verpasst und uns hier in Einzelhaft geschickt, wie die meisten anderen wohl Mitarbeiter. Ne? Um hier den Hacker herauszufinden, der wir natürlich sind. Das möchten wir ja nicht. Das möchten wir natürlich nicht, dass wir entdeckt werden. Tagebuch gibt es jetzt dazu. Ne, das kommt wahrscheinlich. Nachrichten gibt es auch keine. Ja, dann nutzen wir die Zeit, die wir noch haben, und begeben uns raus. Können wir uns hier in die Leutchen da hacken? Ja, der arbeitet von hier weiter. Ja, das ist die höchste Sicherheitsfreigabe. Jetzt auch nochmal Leutchen. Ja, zum Glück sind die Manimus drin und hier können wir einen hacken. Ich glaube, das mache ich noch und dann. Oh, Haftnotiz, nice. Haftnotiz 14. Die neue Ordnung ist eine Krankheit und Juno, möge sie uns in das Grau führen, ist unsere Heilung. Vergessen Sie es nicht. Vergessen Sie nicht, dass die Krankheit sich im ausklingenden 18. Jahrhundert festgesetzt hat und die Menschen anfingen zu glauben, dass sie frei und unabhängig vom Originalplan seien. Die Menschen wichen den Plan aus, nannten uns Sklaven, wenn wir nur unsere Pflicht erfüllten. Ja, Jünger von Juno. Ey, caramba, not good, not good. Hacken wir das. Ja, eh nicht mehr viel Zeit hier. Und dann werden wir uns in der nächsten Session hier mal um den Real-Life-Part hier kümmern. Hoffentlich wird das alles gespeichert, weil blöd, wenn nicht. Und hoffentlich kommt jetzt nichts Langes, ne? Wir sind jetzt schon mal 22 Minuten. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, Gott sei Dank, Glück gehabt. Robert de Sable. Von adliger Abstammung mit edlen Absichten stieg Robert de Sable im Jahr 1191 zum Großmeister des Tempelordens auf. Seine Amtszeit war kurz, aber sein Einfluss war groß. Er kämpfte an der Seite von Richard Löwenherz, er belagerte die Stadt Akkon und zerstörte Saladins Hierarchie. Während seiner gesamten Amtszeit wurde er von Assassinen verfolgt, bis ihn schließlich einer dieser namenlosen Übeltäter zum Märtyrer machte. Natürlich, der war ein großartiger Held. Ja, ein wahrer Held, Robert de Sable. Rodrigo Borgia und Madeleine Delisle. Natürlich. Ja, diese fucking Propaganda, kann man das nicht nennen, ey, den Scheiß hier. Na gut. Ich durchsuche das hier nochmal, um zu schauen, ob es hier noch Haftnotizen gibt, aber ich bezweifle es irgendwie. Aber es wäre natürlich fies, wenn sich hier noch Haftnotizen befinden, die wir nicht gefunden haben. So, werde ich jetzt nicht weitermachen. Aber gut, dann war's das. Ja, jetzt wird's im Real Life hier auch mal richtig spannend, endlich mal. Und wir sehen, wie sich das entwickelt, sehen wir dann im nächsten Part von Assassin's Creed 4, Black Flag. Bis dann und ciao.